Schwerer Unfall am Bahnübergang in Angersbach. Zahlreiche Verletzte müssen versorgt und in umliegende Kliniken gebracht werden. Rund 350 Einsatzkräfte sind mitten in der Nacht an der Bahnstrecke im Einsatz. Zum Glück jedoch nur bei einer Übung. In der Nacht zum Sonntag waren der Rettungsdienst des DRK und der Johanniter, die Feuerwehren aus Wartenberg-Ulrichstein, Lauterbach und Schlitz, Hilfsorganisationen wie DRK und Malteser Hilfsdienst und das THW in Angersbach im Einsatz. Mit vor Ort waren natürlich auch Kreisbrandinspektor Dr. Sven Holland, Landrat Dr. Jens Mischak, Bürgermeister der Gemeinde Wartenberg Dr. Olaf Dahlmann und die Kreisbrandmeister und Mitglieder des Katastrophenschutzstabes des Vogelsbergkreises. Was war geschehen, was wurde angenommen? Der Triebfahrzeugführer hatte einen Notruf bei der Notfallleitstelle DB Netz abgesetzt. Die Feuerwehr Wartenberg wurde um 0.31 Uhr alarmiert. Der Grund? Die Vogelsbergbahn auf der Fahrt von Gießen nach Fulda kam vor dem Bahnhofsbereich Angersbach aufgrund eines technischen Defekts nicht zum Stehen und erfasste mehrere Fahrzeuge an einem Bahnübergang. Der Stillstand der Notbremsung des Zuges erfolgte ca. 100 Meter nach dem Bahnhof in Fahrtrichtung Bad Salzschlürf. In den Fahrzeugen waren mehrere Personen eingeklemmt, außerdem haben sich viele Zuggäste durch die Notbremsung zum Teil schwer verletzt. Der Einsatzleiter der Feuerwehr Wartenberg erkannte die Lage, die Leitstelle alarmierte daraufhin MANN 50, was bedeutet Massenanfall von Verletzten, in diesem Fall eben 50. Natürlich alles nur im Übungsmodus und zum Glück nicht real. Die Übung fand zwischen 0 Uhr und 6 Uhr statt. Damit nutzte man das Zeitfenster, in dem keine Züge die Einsatzstelle passierten. Der Bereitstellungsraum befand sich vor dem Wartenberg-Oval, der Rettungsmithalteplatz, der sogenannte Schadensort auf dem Schotterparkplatz des Bahnhofes und der Rettungsmithalteplatz, der Behandlungsplatz, befand sich auf dem Schulhof der Grundschule. Kreisbrandinspektor Dr. Sven Holland sagte, die Übung ist eine von mehreren, von den letzten bis zum heutigen vergingen 3 Monate. Der erste Eindruck war sehr positiv, vom Aufbau, Struktur, Führung bis zu den Abläufen hat alles gepasst. Es sei den Freiwilligen hoch anzurechnen, dass sie mitten in der Nacht unterwegs sind, um an dieser Übung teilzunehmen. Landrat Dr. Jens Mischak: Mein Eindruck ist, dass die Übung sehr gut vorbereitet wurde. Es ist alles sehr ruhig, besonnen und strukturiert abgelaufen. Im Nachgang wird man sehen, wo es Dinge gibt, die nicht perfekt gelaufen sind. Landrat Mischak war sehr beeindruckt von dem, was er beobachten konnte, denn im realen Einsatz kommt man so nah nicht an das Geschehen. Das ist schon etwas, wo ich darüber nachdenken muss. Es sind alles Ehrenamtliche, die das mit nach Hause nehmen, so Mischak. Der Bürgermeister der Gemeinde Wartenberg, Dr. Olaf Dahlmann: Das, was wir gesehen haben, war sehr koordiniert und sehr ruhig im Ablauf. Wenn man die Gesamtzahl der Einsatzkräfte sieht, hat sich alles gut verteilt. Ich bin überwältigt, wie sich die Kameradinnen und Kameraden die Nacht um die Ohren schlagen und mit Herzblut dabei sind. Eben das klassische Ehrenamt. Es war ein sehr realistisches Szenario. Vogelsberger Zeitung. Verlässlich, lokal und aktuell.